Willkommen zurück zu Baba Is You. Beim letzten Mal, naja, haben wir ein paar Level gemacht und heute machen wir ein paar Level. So sieht das aus, dieses Spiel, wie immer und ewig. Und ja, Trio ist das nächste Level. Hier in der Weltallwelt, die wir vielleicht sogar diese Folge durchkriegen, wer weiß. Me is Push and Keke Move is okay. Das können wir gleich verändern wahrscheinlich. Das heißt, du bewegst dich? Nee, tust nicht. Vor allem, Mi ist ja auch was Neues, ne? Mi? Wer ist Mi? Bin ich das? Oder ist das dieser lilane Typ da? Ist Mi Name? Miss Mi einfach... you? Skull is defeat. Cloud is stop. Keke is fall. Baba is you. Flag is win. Mi is Mi. Okay? Mi is Mi? Mi is push. Ich bin verwirrt. Okay, also... Baba fällt. Keke fällt, meine ich. Wenn ich jetzt Move mache... Okay, das erklärt's. Mit Mi ist dieser Typ hier gemeint. Der Typ da, das ist Mi. Okay. Will ich dann nicht beide gleichzeitig bewegen lassen, theoretisch? Mi and Keke ist Move? Theoretisch? Nee, irgendwie nicht. Ups. Nee, irgendwie nicht. Was? Ich kann das hier runterschieben, aber das würde... Würde das was bringen? Ich meine, ich würde an die anderen Sachen rankommen, aber dann wäre da... Ich mach das mal. Mal gucken, was ich hier erreichen kann. Was will ich überhaupt machen hier? Ich möchte da runterkommen. Okay. Wie tue ich das? Das ist eine Wand. Okay. Das ist eine Wand. Ich kann irgendwas hinzufügen zu Keke. Aber oben links habe ich doch auch schon einen Keke. Boah, das Level. Das Problem an diesem Level ist einfach, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier überhaupt machen möchte. Wozu bin ich hier? Was will ich hier überhaupt? Und warum... Schon wieder. Gott. nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann weder... Nein, das hier muss ja wahrscheinlich wichtig sein, dass ich das hier bewegen kann. Oder generell, dass ich die... Ups, so. Dass ich die bewegen kann hier. Oder auch nicht. Aber die beiden, gehe ich mal von außen, wichtig. Aber wie zur Hölle haben die beiden irgendwas mit mir damit zu tun, hier nach unten zu gelangen und das zu berühren? Also da bin ich komplett überfragt. Und eigentlich würde ich ungern direkt alles nachschauen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon überfordert. Ja. Eventuell liegt es an der Hitze, ich weiß nicht, aber trotzdem. Oh, warte mal. Skull ist die Vieh, habe ich jetzt ausgemacht. Okay. Ändert rein gar nichts. Cool. Kann ich aber machen. Interessant. Ich habe auch so keine Ahnung, Mann. Hier, Skull. Skull ist Push. Ja. Hier. Kann ich jetzt pushen? Bringt's irgendwas? Nein! Das bringt rein gar nichts! Keke ist Push. Er fällt hinein. Okay. Ich bin überfragt. Ich guck nach. Es tut mir leid, dass es direkt so die Folge beginnt, aber. Keine Ahnung, Mann. Okay, darauf wäre ich niemals gekommen. Also, ja. Fangen wir direkt natürlich an mit einem richtig, richtig extrem schweren Level. Aber, okay. Fangen an mit... Keke and me ist Push. So, ich habe hier nebenbei das Video offen. Damit ich das nachschauen kann, dass ich auch alles richtig mache. Jetzt pushen wir die beiden hoch. Und pushen das hier rüber. So, alles eins nach unten. Ihn hier pushen wir hier hin. Und was wir dann machen, ist Move. Und jetzt passt auf. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, das so zu bauen, aber ja. Ah, nee, noch nicht ganz. Ich hab's noch falsch. Warte, ich hab's noch falsch. Ah, bevor wir das machen. Ups.
Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal ihm nach rechts schauen lassen. So, jetzt. Passt auf. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich kann es noch nicht erklären. Ganz verstehen tue ich es nicht. Aber jetzt fällt er da runter, schubst für uns das Defeat aus dem Weg. Und damit kommen wir jetzt einfach hier durch. Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Hey! Ganz toll. Ganz, ganz toll. Wir schalten mal was frei. Nee. Okay. Hab ich natürlich Pech gehabt, mit so einem schwierigen Level anzufangen. Aber ist nicht so schlimm. Weil, ich wette, hier gibt's bestimmt noch einfache Level. Oder? Flaschenhals? Flaschenhals? Hä? Das ist ein bisschen random. Aber okay. Belt ist Shift. Skull ist... ja. Skull Reaction. Flag ist Defeat. Win. Rocket is Stop. Baba is You. Cloud is Stop. Texas Float. Puh, empty. Star and Rocket is Push. Star is Star. Und dann können wir noch End Defeat machen. Das ist so viel auf einmal. Okay, wir wollen nach rechts zur Flagge. Wir wollen da irgendwie durchkommen. Was kann ich alles machen? Ich kann mich bewegen. Ich kann hier durch. Aber Flag ist immer noch Defeat. Und wenn ich Flag Win machen will, komme ich nicht mehr weg. Ich kann doch bestimmt... okay, die Sterne und das Rocket sind Push. Wir haben ja ein Empty. Ein Empty. Okay. Okay. Das Problem dabei ist jetzt nur, dass der dann halt jetzt mich killt. Star ist Star. And Defeat. Ich bin ein bisschen überfragt, aber ich versuch's mal ein wenig. Empty is Push wird mich wahrscheinlich nur wieder softlocken. Das lasse ich mal lieber. Was kann ich machen? Star and Rocket is Push. Was mache ich mit dem Empty? Star and Rocket is Empty? Ja. Cool. Armes Rocket. Dieses Spiel hat wirklich Hinweise nötig, weil ich einfach hier reingeschmissen werde, überall steht irgendwas drauf und ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel, warum ist der Texas Float? Wofür ist das wichtig? Oder warum habe ich eine Rakete, aber genauso gut zwei Sterne, wo ich das Gefühl habe, ich brauche eigentlich nur einen Gegenstand, den ich hier nach links packe, um dann schnell wie möglich nach rechts durchzukommen, bevor es halt da... ne, das ist, was ich meine. So, glaube ich. Und ich bin da einfach verwirrt. Mal wieder nachgeschaut. Keine Ahnung, ob es an der Hitze liegt, aber ich komme wirklich hier gar nicht voran in diesem Spiel. Und das ist echt frustrierend. Also. Ich überlege gerade, wie das Setup ist. Wir wollen eine Rakete nach links. Einen Stern wollen wir hier haben. Ich glaube, der andere Stern ist komplett egal. Der soll einen nur verwirren. Das tut er auch. Das Empty ist wichtig. Weil wir das Empty hier haben wollen. So. Okay, Empty and Rocket is Push. Aha. Aha. Zack, wir sind durch. Genau sowas habe ich mir auch vorgestellt, wie die Lösung sein könnte. Aber dass es genauso gemacht wird, das war... keine Ahnung, Mann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich verstehe noch immer noch nicht so ganz, wie Empty funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig war mit den Sternen, wie das der eine Stern da unten rechts einfach rumstand und nichts gemacht hat, weil der hat mir jetzt eigentlich gar nicht geholfen, glaube ich. Aber ich habe es trotzdem einfach so gemacht, wie ich das in der Lösung nachgeschaut habe. Keine Ahnung, Mann. Machen wir das nächste Level. Platformer. Lass uns mal schauen. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Ocarina. Ne, ist ein UFO, glaube ich. Ja, stimmt, da ist ein UFO. Okay, warte. Baba is You. Keke is Fallen Push.
Open and Cloud is defeat. UFO is push, da ist noch das Wort Rocket. Wall and door is stop. Door is shut, flag is win. Ich hatte das Gefühl, alle Level in dieser Folge werde ich nachschauen. Da habe ich das starke Gefühl. Und wenn das der Fall wird, dann habe ich echt Angst, dass wieder die Zukunft aussehen wird von Baba Is You Folgen. Weil wenn ich nur noch Sachen nachschaue, dann wie wird das weitergehen? Uff. Das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig. Rocket is push. Ich weiß nicht mehr, was ich vorhabe. Ich weiß nicht mehr, was ich tun muss. Achso, warte. Wer ist der Key? Weil da ist der Shut. Hm? Ich sehe gerade, es gibt gar keinen Key. Da ist Shut und das bleibt so. Hä? Und, hä? Und wie soll man da durchkommen? Hä? Was? Er ist runtergefallen. Der Arme. Plopp. Vor wie schnell das auch passiert, ne? Ich weiß nicht, was ich hier vorhabe. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwas hier ist ein Key. Oder kann ich zu einem Key verwandeln? Und dann muss ich irgendwie herausfinden, es hier durchzubekommen. Ich sehe aber jetzt auch, dass es hier zu schmal ist, um es überhaupt hier durchzuschieben. Aber wie soll ich auf die andere Seite kommen, wenn es für mich keine Möglichkeit gibt, durch die Wand zu kommen? Ich meine, Cloud killt mich. Keke fällt und ist push. Okay, schön für ihn, was auch immer der mir da helfen soll. Ich habe eine Rakete, ich habe ein UFO. Was will ich mit einem UFO? Was? Also ich werde jetzt auch nachschauen, was es ist. Mal wieder, ist klar. Und ich wette mit euch. Ich wette mit euch, die Lösung wird richtig dumm sein. Irgendwas, wo ich niemals drauf kommen würde. Ich wette mit euch. Ja? Und wie viel wetten wir? Ja? Wir hätten um sehr viel, oder? Hast du geliked oder so? Ja, das machen wir. Okay, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe oben rechts das Open nicht gesehen. Also, doch. Man muss was öffnen. Und was muss man öffnen? Man muss mit Keke alles öffnen. Weil hier steht ja auch, Keke ist Fall and Push. Hier ist ein And. Und, ups, das sollte nicht so sein. Und da oben ist ein Open. Also, er öffnet am Ende alles. Wir wollen Keke zu unten, nach ganz unten zur Tür bringen. Ja. Dafür legen wir da hinten ein UFO hin, als Plattform. So, und jetzt wollen wir größtenteils alles mit Rocket machen. Also, ja. Keke bewegt sich hier nach drüben. Das muss erstmal weg. So, ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache. Wollen wir nach oben schieben. Das sollte bisschen weiter nach oben. Ja. So. Dann schiebe ich ihn nochmal nach oben. Okay. Jetzt schiebe ich immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Stopp. So. Jetzt lassen wir ihn fallen. Blub. Schubsen ihn schon mal nach da drüben. Jetzt steht er schon vor der Tür. Bereit zum Aufmachen. Schubsen. Achso. Erstmal wieder Rocket anmachen. Wir schubsen Rocket weg. Und haben wir jetzt ein Problem. Moment. Ah ne, das Problem war, dass ich Rocket angemacht habe. Rocket soll nicht an. Ah. War jetzt einfach durchlaufen und beides verschieben. Das war der Fehler bei mir. So. Jetzt ist er offen und jetzt sind wir durch. Also. Ich wäre hier wahrscheinlich drauf gekommen, wenn ich gewusst hätte, was ich überhaupt zu tun habe. Weil hier in den letzten paar Level habe ich einfach gemerkt, ich habe keine Ahnung, was will ich überhaupt machen? Hier ist so viel auf einmal.
Normalerweise brauche ich immer einen Key, um was zu öffnen. Auf einmal brauche ich Keke, der da irgendwie runterfällt und ich muss ihn balancieren lassen und... Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ist das... Ah, oh, ist das frustrierend. Das Spiel ist einfach nur noch frustrierend. Ah, oh, Gott. Bitte lass mich nicht jedes einzelne Level nachschauen. Bitte. Spiel. Sonst wird das nicht mehr spaßig. Ganz ehrlich. Ja. Das ist wirklich gerade der Abgrund des Let's Plays. Der Abgrund. Puh. Cloud is Stop. Skull is Defeat. Moon is You. Das bin ich. Hi, ich bin der Mond. Baba Moon. Neues Zelda-Krieger. Star is Fall and Push. Door is Sink. Flag is Win. Okay. Wir wollen wahrscheinlich... Warte, wo ist Open? Door is Sink? Das heißt... Ah, wahrscheinlich gibt es kein Open. Einfach nur die Tür aufmachen? Mit dem Stern? Das war nicht so klug. Wie schiebe ich denn überhaupt runter? Vielleicht will ich noch gar nicht Fall haben. Also noch nicht. Moment. Ha, Moon and Star is You könnten wir auch machen. Das erspart es uns noch ein bisschen. Das macht uns halt etwas einfacher. Gut. Moon and Star bringt natürlich nichts. Hab ich nicht nachgedacht. Star and Moon is You. Ha. So rum. Yeah. So. Okay. Ah, deshalb wollen wir das nicht. Okay. Okay. Ja, jetzt können wir eigentlich wieder das hier anmachen, ne? Blub. Oder? Warte mal, das ist gar nicht mal so gut. Nee, stopp. Doch, nee. Hm. Moment. Hier. Lande mal auf dem End. Kannst du das? Kannst du hier auf dem End landen? Ups, auf dem End landen? Ach Mann! Das machst du halt richtig. So. Könnte ich jetzt nochmal zu einem Star werden? Star and Moon. Hier. Geht da lang. Okay. Ja, es ist frei. Aber wie komme ich als Mond dorthin? Ist Fall? Moon is Fall, ist You. Und ich fall dann einfach direkt runter. Blub, 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 blub. Wisst ihr, was ich meine? Ha? Okay, keine schlechte Idee. Jetzt ist ja nur das Problem, dass ich nicht mehr da hochkomme. Dass ich dann nicht mehr da hochkomme, ist blöd. Okay. Auf jeden Fall Star and Moon is You und Push. Dann ist Fall, damit er hier unten ist. So, und jetzt wird's sehr, sehr verwirrend. Okay, mal gucken, ob ich's First Try schaffe. Star ist... Fall? Jetzt auf den Mond landen? Wenn wir der Stern sind, aber wir fallen, dann fallen wir scheinbar durch die Skelettköpfe durch und kriegen keinen Schaden. Keine Ahnung. Es gibt verschiedene Wege, das zu lösen, so wie in fast jedem anderen Level. Wir können uns jetzt frei rumbewegen, wegen dem Mond, der fällt ja nicht. So, aber der Stern kann hier durch. Und so gewinnen wir das dann. Ja, ne, offensichtlich habe ich das alles nachgeschaut. Ja. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir hören hier an der Stelle auf. Na gut, Folge ist noch nicht vorbei, denn die Aufnahme ist tatsächlich noch zu kurz geworden. Egal, machen wir Rest der Welt dann halt auch nochmal.
Gewichtige Worte wäre Level Nummer 11. Und hoffentlich könnte das ja vielleicht das erste Level heute sein, was ich schaffe, ohne nachzuschauen. Wind Moon is Weak Dust. Was? Push is Start? Funktioniert nicht? Ne? Star is Defeat. Dust is Defeat and Dust. Belt is Shift. Tex is Fallen Float. Wall is Stop. Rocket is You. Ha? Wie bitte? Okay, Star is Defeat. Also ich bin die Rakete hier. Wir können hier Sachen mitnehmen oder auch nicht. Achso, Texas Fall. Aha. Ich überlege gerade, was ist hier Sinn und Zweck der Geschichte? Wahrscheinlich hier in diese kleine Ecke drei Sachen reindroppen. Drei Sachen, die miteinander kombiniert werden sollen. Moon is Win, aber ich muss ja erstmal durchkommen. Oder nicht? Das Problem ist, Star. Ach, warte, hier ist noch mal das Wort Star. Warum ist das eine ganz andere Farbe? Haben wir mal gelb und mal so braun-orangelich. Naja, gut. Star ist jetzt Push. Das hilft. Ach, das ist Staub und Staub ist auch der Feed. Also ich muss den Stern wegkriegen und das Dust. Und hier oben haben wir auch nochmal Dust. Okay. Machen wir erstmal das Weak weg. Moon ist das? Oh. Das ist nicht gut, aber das können wir nicht machen, das ist nicht gut. Moon ist Weak. Dust. Okay, nee, warte, stopp, stopp. Da muss erstmal was drunter, sonst fällt das hier einfach nur zack und dann ist doof. Das kriege ich aber nicht anders hin. Au! Das fällt da durch. Was zum... Okay, ich glaube, ich verstehe es, aber ich verstehe überhaupt nicht, wie ich es machen soll. Genau, so ist das Ding jetzt. Das ist das Win. Okay. Star ist Push. Habe ich es jetzt geschafft? Nee, weil mich das immer noch defeatet. Das heißt, das kann nicht Win sein. Aber. Aber. Oh, jetzt mache ich es gleich wieder kaputt, ne? Ich möchte erstmal machen, Dust is Weak und dann Moon is Win. Das heißt... Ja, jetzt habe ich es halt schon kaputt gemacht, leider. Was, ich mach's anders? So, Weak ist Dust. Okay. Das ist ja einfach mit Stars Push. Zack, Stars Push. Weg mit dir. Okay. Okay. Jetzt muss aber gleich. Oh, jetzt sehe ich das erst. Es muss gleichzeitig sein. Wie mache ich jetzt noch gleichzeitig Moon is Win? What? Nein, das kann so nicht funktionieren. Das muss anders funktionieren. Hier, die Buchstaben hier muss ich anders anordnen am Ende. Eventuell Sonas in der Art? Ist? Nee, das ist muss mittig sein, glaube ich. Wait, dann muss vielleicht erstmal Win nach unten? Warte. Win nach unten. So. Als nächstes. Ja, eigentlich Weak, ne? Das ist doof. Ja, ich schätze, ist. Ja, das funktioniert schon nicht mehr. Nein, das kann nicht sein. Warte mal. Warte, erstmal Weak hier raus tun. Ah, dann ist Moondust. Nee, dann. Hä?
Was so? Habt ihr das gesehen? Warte, schaut mal. Ich glitsch mich da so durch. Das fühlt sich eher an wie ein Bug als ein Feature, was funktionieren soll. Warte. Das hier ist halt falsch. Das darf nicht passieren. Das darf nicht Win sein. Also Moon darf nicht das sein, meine ich. Wait. So? Und so. Warte mal. Ja, ja, doch. Nee. Wait. Doch. Win? Können wir in die Ecke tun. Oh, ja, nee, doch. Ich möchte halt beides jetzt drüben haben. Eins muss runter. Okay, eins muss runterfallen. Vielleicht geht das doch. Wenn ich das anders halt mache. So. Was will ich jetzt haben? Eigentlich ein anderes Wort hier. Aber es geht gerade nicht. Das ist Win. Das funktioniert halt nicht. Ich kann es jetzt nochmal versuchen, aber das funktioniert halt, wie gesagt, nicht. Da, weil mich das einfach killt. Deshalb muss das anders gemacht werden. Hilft das irgendwie, das alles da unten zu haben? Eigentlich nicht. Warte mal. Nee, den Stern krieg ich nicht. Nein. Nee. Oh, ich bin out of options gerade. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin total raus jetzt. Ich habe keine Ahnung. Nee. Sorry, aber keine Ahnung, wie ich hier so ein Plus machen soll. Ich habe die ganze Zeit so ein Plus gedacht, so hier es ist. Und dann ist hier unten Win und hier Weak und das und wo oder keine Ahnung halt, ne? Das funktioniert hier nicht. Ich kann entweder eins von beiden haben, aber nicht beide. Auch aufeinander gestapelt funktioniert es nicht, weil es gibt nur ein Ist. Das andere ist hier drüben, aber das kriege ich nicht hier rüber wegen diesem Block hier. Wegen diesem Block hier. Selbst dann würde ich es auch nicht rüberbekommen, weil der Stern existiert. Also, sorry. Ich habe es wirklich mein allerbestes gegeben, aber ich bin einfach stuck. Obwohl ich wirklich diesmal gedacht habe, diesmal kriege ich es vielleicht endlich mal gebacken. Nee. Nein. Alter, die Lösung ist wirklich out of the box. Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das hier drüben aufbauen. Ich habe nicht, also ich habe teilweise überlegt, kann ich das hier drüber kriegen und mit diesen Wörtern kombinieren. Ich dachte wirklich, es müsste möglich sein. Jetzt am Ende, als ich aufgegeben habe, habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Doch, es geht und so muss man es auch machen. Also, was wir machen wollen, ist erstmal, warte, stopp. Erstmal machen wir Weak runterkriegen. Die Ecke ist runterkriegen und Dust. Also Dust ist weak. So, dann machen wir hier natürlich wieder unseren üblichen. Das war falsch. So, genau. Star ist Push. Push in die Ecke. So, ist jetzt solid. Jetzt ist das Ding. Passt auf. Wir schubsen nur Star runter. Den Rest nicht. Darauf wäre ich nicht gekommen. Aber ja. Jetzt nämlich das hier. Wieder nicht solid. Mich killt es, aber die Wörter killt es nicht. Also wenn ich das in meinen Rot reinschiebe, lebt es. Geht nicht kaputt. So, das tun wir erstmal zur Seite. Weiter, das geht glaube ich nicht, das gehe ich ja mit drüber. Das geht nicht gut. Okay. Und jetzt können wir alles runter droppen zu dem Stern. All unsere Wörter hier, die wir haben wollen. Droppen wir da jetzt runter. So. Dann können wir einfach Moon is Win machen. Und dann haben wir es. Weil dann ist gleichzeitig beides aktiv, so wie ihr jetzt sehen könnt. Bam, bam, bam. Ne, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Jetzt ist das kaputt. Ach so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe es irgendwie geschafft, hier Moon ist das zu aktivieren, was man nicht sollte. Ah, so muss ich es machen. Weak und dann ist. Ah, okay, so wie ich es jetzt gerade habe. So, okay, aber ihr wisst, was ich meine. Sorry, falls ich euren Run kaputt gemacht habe, falls ihr es gleichzeitig mit mir macht. Aus irgendeinem Grund. Aber ja, ne? So wird's gemacht. So soll es sein.
Also, ich hab's fast herausgekriegt. Ja, das ist zumindest schon mal irgendwas wert. Bitte? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber seht ihr, wie schnell es auf einmal geht? Zack, zack. Moon. Ist. Ups. Win! Bam, bam! Yay! So, ganz ehrlich, ich glaube, wir hören hier auf. Ah, nein! Nein, das war. Nein, stopp. Ich brauche eine Pause. Das Video muss irgendwann mal online kommen. Ja, wann kommen die nächsten Barbecue-Folgen? Wahrscheinlich ein bisschen seltener. Die Folgen kommen jetzt auch ein bisschen spät, aber. Ja. Ich versuche es nicht so spät zu machen, okay? Ich kann es nicht so oft spielen, weil ich. Mein Gehirn spielt es immer, wenn ich das spiele. Ja, wir sehen uns. Thank you.